wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Fibonacci Retracements erfolgreich handeln. Und ja, mit dem Namen Forex Screener verbindet sich auch nur ein Name an der Stelle, und das ist Manuel Lücke. Freue mich sehr, dass er auch wieder mit dabei ist und mit uns das Webinar macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich natürlich mindestens genauso, dass Sie heute live dabei sind. Und ja, wie immer, bevor ich an den Manuel übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig, ja, und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Sehr gut, dann, lieber Manuel, die Bühne gehört dir. Ich übertrage den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Bildschirm sollte man jetzt sehen. Ja. Und dann natürlich auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu einem Full-Screener-Webinar Fibonacci Retracements erfolgreich handeln. Ja, aus meiner Sicht natürlich ein sehr interessantes Thema aus zweierlei Hinsichten, sage ich mal. Einerseits, weil Fibonacci Retracements ein Trading-Mainstream-Thema ist, sage ich mal. Also wenn man das googelt, findet man zigtausende Blogartikel geführt. Und man muss dazu auch sagen, dass die Leute, die wirklich erfolgreich handeln, dass das ein genutztes Tool ist. Also die Leute, auch wenn sie sich nicht hauptsächlich auf die Fibonacci-Retracements fokussieren, das spielt immer eine Nebenrolle und ist meistens ein Puzzleteil vom Gesamtbild der Trades, die sie machen. Und aus der anderen Sicht muss ich aus meiner Erfahrung mal sagen, sind die Fibonacci-Retracements selten bis gar nicht angefragt, wenn es zum Punkt Handelssysteme kommt. Also generell Automatisierung werden immer andere Themen bevorzugt angefragt. Und ja, wer weiß, woran das liegt, kann ich gar nicht so genau sagen. Ob die Leute da jetzt einfach lieber das diskretionär handeln wollen oder ob es ist auch schwer zu automatisieren, ob es vielleicht daran liegt, keine Ahnung. Aber ich finde es immer sehr interessant, mal zu sehen, wie sind die Themen so verteilt. Und ja, kurz zu meiner Person. Mein Name Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren an der Börse aktiv und habe einen Hintergrund als Softwareentwickler. Also so habe ich quasi gestartet mit knapp 18 Jahren. Damals in einer Vermögensverwaltung angefangen, in den Kontakt gekommen mit Handelssystemen und erstmal ging es darum, nur Handelssysteme zu entwickeln. In der Vermögensverwaltung hatten wir Trader gehabt, die sind mit Ideen zu mir gekommen. Ich habe das Ganze für die umgesetzt. Und dann haben wir das halt zusammen ausgewertet, optimiert, verbessert und natürlich auch handeln lassen. Live. Ja, später dann ging es für mich in die Selbstständigkeit. Eine Firma gegründet, in der es wieder um Handelssysteme ging, Entwicklung und Vertrieb von Handelssystemen. Später ging es dann weiter für mich und ich habe mich mit vollem Fokus auf den Forex-Screener gestürzt. Ein Projekt, mit dem sie ja, nach Trading-Kriterien den kompletten Markt scannen können und entsprechend Trades finden können. Und mittlerweile gibt es auch schon ein zweites Projekt aus unserem Hause, Top Trading Software. Da geht es eben darum, dass Sie als Endkunde oder Trader mit Ihrer Trading-Idee zum Beispiel zu uns kommen können und sich Ihr eigenes System entwickeln lassen können. Neben Handelssystem natürlich auch alle möglichen Tools, die Sie bei Ihrem Trading unterstützen, also beispielsweise auch Monitoring-Software oder was auch immer Sie für Ihr Trading benutzen. Und dann kommen wir zum heutigen Thema. Erstmal eine kleine Übersicht. Welche Punkte wird es heute geben von meiner Seite aus? Wir fangen mit den Basics an. Was überhaupt die Fibonacci-Retracements sind, wie sich die Retracements berechnen lassen. Danach schauen wir, gehen wir ein bisschen in den MetaTrader rein, schauen wir,
Wie nutzt man das Ganze? Also wie legt man die Fibonacci-Retracements an? Wir gucken uns das Ganze auch aus mehreren Perspektiven an. Also es gibt da einmal die herkömmliche Art, wie man das Ganze benutzt. Und wir werden auch mal schauen, was gibt es denn vielleicht noch für Ansätze, die gar nicht so Mainstream sind, wie man die Retracements auch nutzen kann. Und das Ganze geht dann so ein bisschen über in, wir schauen nach Setups. Ich gebe ein paar Training-Setups zur Schau, die wir vorbereitet haben. Und wir schauen mal, was es so für Training-Szenarien auch gibt an der Stelle. Und ja, für mich wäre es auch mal interessant, vielleicht können Sie mal kurz in den Chat reinschreiben, wer hat denn schon Erfahrung mit Fibonacci Retracements, wer nutzt das Ganze und wer ist vielleicht komplett neu in dem Thema, damit ich den Content so ein bisschen lenken kann oder weiß, wie tief ich auf die Thematik eingehen soll. Genau, dann fangen wir an mit den Fibonacci Retracements und für uns steht erstmal die Frage im Raum, vor allem für die Leute, die ein bisschen neuer dabei sind. Wofür brauchen wir das Ganze? Und die Fibonacci Retracements, die beantworten uns erstmal die Fragen, wo finde ich Einstiegszonen in Trends? Also das wären quasi solche Bereiche, die wollen wir identifizieren können, damit wir eben in der Bewegung oder von der Bewegung profitieren können und in die richtige Richtung einsteigen können. In einer Bewegung haben wir eben immer eine Korrektur, also in einer Long-Bewegung, dann eben die Bewegung abwärts ist die Korrektur. Und für uns ist wichtig an der Stelle, wie weit läuft denn diese Korrektur? Weil der Markt korrigiert, wir wollen Richtung Long einsteigen, aber natürlich nicht in der Hälfte der Strecke, weil dann werden wir entweder ausgestoppt oder wir haben eben viel Potenzial, was wir verschenken. Und die Fibonacci Retracements, die markieren eben solche Zonen als potenzielle Widerstände, die für uns interessant sind für den Einstieg. Und Fibonacci Retracements bestehen erstmal nur aus Zahlen. Da gibt es ein paar Zahlen, die sich berechnen lassen. Das werde ich Ihnen mal zeigen, wie man darauf kommt. Und im Anschluss gucken wir uns an, wie wir diese Zahlen benutzen und wie das Retracement daraus entsteht. Und die Zahlen kommen so zustande, es gibt einen Mathematiker im italienischen Raum, der hat diese Zahlenfolge, die sogenannte Fibonacci-Zahlenreihe, erfunden. Und diese Zahlenreihe, die ist eigentlich sehr simpel gehalten. Es geht einfach nur darum, die Zahlenreihe, die startet mit einer 0 und einer 1 und die setzt sich immer so fort, dass wir die zwei letzten Zahlenmitglieder miteinander addieren und dann erhalten wir eben die nächste Zahl in der Folge. Und so gehen wir eben weiter hervor. Ich habe das Ganze hier links auch nochmal aufgelistet. Man sieht eben 0 plus 1 ist 1, dann nimmt man sich die 1 und die 1, addiert das Ganze zu 2 und immer so weiter. Daraus entsteht erstmal eine unendliche Zahlenfolge. Und das sind die Fibonacci-Zahlen, die sind so aber fürs Trading oder haben mit dem Trading erstmal so noch nichts zu tun. Fürs Trading relevant sind Zahlen, die wir daraus ableiten können. Und die Zahlen, die habe ich hier mal im Gelben dargestellt. Diese Zahlen, die beschreiben eigentlich nur einen Zusammenhang zwischen den Zahlen in unserer Fibonacci-Folge. Und zwar lassen sich mit diesen Zahlen immer die nächste Zahl in unserer Folge bestimmen bzw. berechnen. Also quasi nochmal als anderer Ansatz, als dass man die beiden zusammenrechnet, brauchen wir nur eine Zahl, um auf die nächste zu kommen. Das machen wir mit einer Zahl. Wir können aber mit einer anderen Zahl, welche auch Teil des Fibonacci Retracements ist, können wir sogar die übernächste Zahl bestimmen. Und das sogar mit der drittnächsten Zahl. So. Und die Zahlen, die wir dafür nutzen, also wir nehmen sie quasi als Teiler, das sind unsere Zahlen, die das Fibonacci Retracement bilden. Die habe ich hier unten mal aufgelistet. Das sind die relevanten
Zahlen quasi 61,8%, 38,2% und 23,8%. Es wurde jetzt quasi festgestellt, dass einerseits gibt es einen Zusammenhang in den Fibonacci in der Zahlenfolge, andererseits gibt es einen ähnlichen Zusammenhang im Trading mit den gleichen Zahlen. Und wie das Ganze jetzt miteinander zusammenhängt, das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, in der nächsten Folie an. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Bewegungsimpulse. Und die Bewegung kommt quasi von oben und korrigiert im ersten Beispiel um genau diese 38,2%, was jetzt eine Zahl aus den Fibonacci Retracements ist. Dann haben wir im zweiten Beispiel die 50%. Dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Im dritten Beispiel haben wir die 61,8%, wo unsere Bewegung korrigiert. Das soll jetzt quasi erstmal veranschaulichen, dass in den Bereichen der Korrektur an diesem Fibonacci-Level für uns Einstiegschancen gebildet werden. Und das liegt eben daran, dass man eine Verhältnismäßigkeit gesehen hat. Also man kann es eben sehr oft beobachten, dass wenn ein Impuls kommt, dann wird er sehr oft in der Korrektur laufen bis zu eins von den Fibonacci-Leveln. Das heißt quasi für Sie aber noch nicht, dass man, sobald das Level berührt wird, direkt auf den Knopf drücken muss und einsteigen soll, sondern es sind eben Zonen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur dort enden wird. Es gibt aber auch weitere Anzeichen, die wir quasi beobachten müssen in solchen Zonen, um eben festzulegen, ob wir einsteigen oder nicht. Dann sehen wir in der Mitte diese 50%, die ist eigentlich auch gar nicht Teil der Fibonacci Retracement Zahlen, die wir gerade errechnet haben, sondern die wurde eigentlich mehr oder weniger mit dazu gedichtet, sage ich mal. Also es wurde neben den Fibonacci Retracement Zahlen erkannt, dass auch bei 50% einer Bewegung in der Korrektur ein Umkehrpunkt herrscht. Und deswegen wurde es so mit aufgenommen, würde ich mal sagen. Und was ich in der Skizze hier quasi nicht mit eingezeichnet habe, das ist das 23,6er Level. Das gehört eigentlich mit dazu, ist jetzt hier nicht mit drin, weil es für mich so ein bisschen irrelevanter ist. Aber das ist eigentlich nur was Persönliches, sag ich mal. Und im nächsten Schritt würde ich sagen, gehen wir mal in den MetaTrader hinein und schauen uns mal an, wie man von den Fibonacci Retracements Gebrauch machen kann. Und ja, da können wir jetzt einfach irgendeinen Chart öffnen. Ich werde hier den Euro-US-Dollar erstmal offen. Und im MetaTrader gibt es quasi diese Fibonacci-Rücksetzungsebenen, beziehungsweise wer es auf Englisch hat, da wird irgendwas mit Fibonacci Retracement Tool stehen. Falls bei Ihnen oben in der Toolbar nicht mit angezeigt wird, dann können Sie das, glaube ich, auch unter Einfügen, Objekte, Fibonacci und dann die Rücksetzungsebenen einfach auswählen. Und dann suchen Sie sich in der herkömmlichen Weise eben ein Swing High und ein Swing Low. Und dann ziehen Sie dieses Band vom Hoch bis zum Tief, wenn es ein Abwärtstrend ist, oder eben vom Tief bis zum Hoch, wenn es ein Aufwärtstrend ist. Wir nehmen uns jetzt einfach mal dieses Beispiel hier raus. Ich ziehe jetzt quasi vom Hoch einmal bis zum Tief. Und danach, also das ist unsere initiale Bewegung. Und von dieser Bewegung aus nehmen wir jetzt quasi an, dass eine Korrektur kommt. Und unsere Frage, die die Fibonacci Retracements nun beantworten, ist, wie weit läuft die Bewegung? Und man kann es hier jetzt eben sehen, diese Widerstandslinien, die eingezeichnet werden, die basieren auf den Zahlen, die wir gerade ausgerechnet haben. Da haben wir einmal die 23,6, die 38,2 und so weiter. Und man sieht jetzt hier in diesem Beispiel schon, dass bei der 38,2 der Markt quasi ja, an einem Wendepunkt gestoßen ist
Und man hätte jetzt einsteigen können, um in den initialen Impuls in die gleiche Richtung einzutreten. Wie gesagt, sollte man nicht direkt auf den Knopf drücken, sondern man sollte eben an der Linie dann mal schauen, ob es da dann auch noch weitere Anzeichen gibt, um hier einen Short-Einstieg zu machen. Und hier hätte man es auf jeden Fall sehen können, weil wir haben jetzt, ja, also wir haben jetzt erstmal die Long-Kerze, die quasi nicht über dem Level schließt. Wir haben hier ein Anzeichen von Schwäche in der Kerze, weil sie eben ein bisschen kleiner ist und ja, so einen inversen Hammer, der sich hier gebildet hat. Das kann schon mal ein Anzeichen sein für Richtung Short plus ein neuer Außenstab. Nee, das ist nicht richtig. Am Außenstab haben wir nicht, aber das könnte quasi schon Anzeichen genug sein, um den Einstieg in Richtung Short zu bringen. Und dann kann man eben auch mal schauen, in den weiteren Bewegungen, dass man die Fibonacci Retracements einfach mal öfter anlegen tut, um mal zu schauen, ob das Ganze denn auch so stimmt. Also man kann es eben an sehr vielen Stellen erkennen. Und man kann hier zum Beispiel auch sehen, dass der Markt hier zum Beispiel wieder an so einer an der 60er-Linie, an der 61er-Linie wieder den Wendepunkt wahrgenommen hat und eben nur für diese kleine Bewegung hier diese Regelmäßigkeit auch aufgetreten ist. Und Sie können einfach mal an der Stelle untersuchen, beziehungsweise für sich mal schauen, wie oft das eintritt und ob das glaubwürdig ist. Und ich kann Ihnen versprechen, das tritt öfter ein, als man, ja, als man so denkt. Und ja, wie gesagt, das ist erstmal so die herkömmliche Weise, wie viele Trader es benutzen, gerade im diskretionären Bereich. Und ich stelle Ihnen gerne auch noch mal vor, wie man es weiterhin nutzen kann, wenn man jetzt ja, vielleicht mal ein bisschen was anders machen will. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man gar nicht so ja, sich so auf die Swing Highs und Lows fokussiert, sage ich mal, und so ein bisschen vergisst, was auch dazwischen ist, weil es stellt sich dann manchmal immer die Frage, ob das High, ob es dann auch ein Hoch ist oder nicht und ob das Tief ein Tief ist, gerade wenn es in so einer übergeordneten Bewegung ist. Weil manchmal nehmen wir eben Sachen wahr, die unser Trading-Partner vielleicht gar nicht so sehen würde. Der würde sagen, nee, das ist gar kein Hoch, weil das letzte Hoch wurde gar nicht übertroffen. Und um solche Aussagen zu vermeiden, um da ein bisschen Klarheit hineinzubringen, können wir auch ja, quasi eine Trenderkennung nutzen, wo wir die Fibonaccis anlegen können. Und für uns in Trends ist erstmal wichtig, dass wir für uns festmachen, woran erkennen wir denn einen Trend? Und in der Trenderkennung für mich wichtig ist es eben, es gibt tiefere Hochs in einem Abwärtstrend und tiefere Lows. Und jetzt gibt es eben auch Tools, die solche Sachen erkennen können. Das sind zum Beispiel der Zickzack-Indikator, ist ein so ein Trenderkennungstool, wenn man es so sagen möchte. Hängt dann natürlich auch von der Einstellung ab. Und wir haben das Ganze im Forex-Screener mit unserem Marktscanner auch einmal komplett automatisiert, sodass wir quasi solche Trends erkennen können und dennoch erkennen können, dass in der Korrektur an welchem Fibonacci-Level wir uns jetzt hier befinden. Und ich würde an der Stelle vielleicht mal einen Blick reinwerfen in den Forex-Screener. Für die Leute, die es noch nicht kennen, sie können damit den kompletten Markt scannen nach den verschiedensten Kriterien. Die Kriterien können Sie sich hier in Form von Filtern aussuchen. Und wir haben gerade für Fibonacci eine eigene Kategorie eingeräumt. Und in der Automatisierung ist es, wie gesagt, halt schwer, Swing Highs und Lows zu erkennen. Deswegen haben wir eben so eine eigene Trenderkennung implementiert. Und hier kann man sich eben aussuchen, innerhalb der Gruppe, an welchem Level sich der Kurs aktuell befinden soll im aktuellen Trend.
So können wir zum Beispiel mal aussuchen, der Kurs soll jetzt sich dicht an dem 50er Fibonacci Level befinden. Und dann kann man eben ja, zusätzlich auch noch sich aussuchen, was man denn gerne handeln möchte, falls man irgendwelche Vorzüge hat. In meinem Fall ist meistens Forex und Indizes. Und dann ja, erhält man eben genau die Ergebnisse, die, wonach man halt gesucht hat. Und in der Vorschau kann man dann eben schon sehen, dass die Punkte hier meistens ja, innerhalb des aktuellen Trends jetzt genau auch an der Hälfte der Bewegung sind. Also wir können ja mal kurz reinschauen. Das Ganze ist jetzt auf Minute 1. Mal gucken, ob wir da was gefunden haben. Genau. Und man kann jetzt sehen, die Bewegung, die geht quasi hier los. Wir haben ein Tief, ein leicht tieferes Hoch, ein tieferes Tief. Und der Markt, der befindet sich jetzt hier an einem der Fibonacci-Level, nach dem wir eben gesucht haben. Können wir mal gucken, das ist jetzt hier das 50er-Level sozusagen, wo sich der Kurs befindet. Und das Ganze empfehle ich aber jedoch auf höheren Zeitintervallen danach zu scannen, weil ich finde so auf Minute 1 beispielsweise ist es vielleicht nicht so nachhaltig einfach. Also eher für Scalper, was nicht so mein Fall ist. So dass wir mal schauen können, ob wir auch auf einem höheren Zeitintervall was finden, beispielsweise H1. Und ja, da findet man schon mal was. Mal gucken, was der Screener für uns im Angebot hat. Man sieht hier auch, es wird alles im Hintergrund automatisch eingezeichnet. Das liegt eben an dem Forex Screener Add-on, welches ich installiert habe und welches Sie auch ja, for free mit dem Forex Screener nutzen können. Und er zeichnet mir den Zickzack-Indikator einerseits ein und andererseits eben auch das ganze Fibonacci Retracement Level. Und wichtig für die Trenderkennung ist eben, er sieht, wir haben jetzt hier eine neue Bewegung, die quasi, also es ist jetzt unser aktuellster Trend auf diesem Zeitintervall. Und hier kann man jetzt eben sehen, wir befinden uns genau innerhalb dieses Trends an dem 50er Level. Und das finden Sie dann marktglobal, dieses Kriterium. So, und falls Sie dazu Fragen haben, dann können Sie die gerne stellen, damit ich die in der Zwischenzeit auch mal beantworten kann. Der Joachim hatte nochmal den Wunsch gehabt, ob du die Folie mit den Fibonaccis nochmal zeigen könntest. Ja. Diese Zahlenfolie oder die mit den angelegten Fibonaccis? Das kann der Teilnehmer nochmal ein Feedback dazu geben. 61%. Ja, ich glaube, dass das die richtige Folie ist. Ah ja, okay, das Zeigen hat anscheinend hier schon gereicht. Okay, dann schauen wir nochmal weiter in die Fragen rein. Okay, also am Anfang hat hier auch die Frage gestellt, wer Fibonacci nutzt. Hier ist das Feedback so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, fast 50-50. Manche kennen es, aber nutzen es nicht. Ein paar kennen es und nutzen es auch und manche kennen es sogar gar nicht. Und es ist alles so ein bisschen ja, gleich verteilt, würde ich mal sagen. Ab welcher Zeiteinheit ist das Fibonacci nachhaltig? Kommt drauf an, was man eben für ein Trading-Stil hat. Also ich nutze das Ganze so gerne auf H1. Und wenn man auf H1 tradet, dann muss einem bewusst sein, dass man wahrscheinlich auch mehrere Stunden im Markt ist, weil eine Candle geht dann nur mal eine Stunde. Und vielleicht sogar einen Tag auch drin sein kann. Wer jetzt eher kurzfristig unterwegs ist, dort eher nachhaltig ist vielleicht sogar das schlechteres Wort oder ein schlechtes Wort dafür, aber dann wird man eben eine kleinere Range handeln, bis der Trend, der wird ja irgendwann brechen. Und der Trendbruch, der ist natürlich viel kürzer entfernt auf einem kleineren Zeitintervall
Dementsprechend hat man auch weniger Range, die man mitnehmen kann. Der große Vorteil ist natürlich, dass man den Stop auch enger setzen kann. Und auf dem H1-Seite dabei muss man natürlich ja, den Stop ein bisschen weiter setzen und vielleicht auch mal 15, 20 Pips in Kauf nehmen für einen initialen Stop-Loss. Und dann ist eben so die Frage, A, kann man sich das leisten? B, hat man noch viele andere Sachen zu tun und will vielleicht nicht so oft in den Chart reinschauen? Und da muss man eben für sich abwägen, was ist da der richtige Weg? So, das Webinar wird natürlich aufgezeichnet an Roland. So, dann nochmal die Frage, wie erkenne ich beim Aufwärtstrend, wohin ich den Strich ziehen muss? Das kann ich nochmal kurz zeigen. Nehmen wir jetzt mal ja, dieses Beispiel und nehmen wir vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir uns nochmal die aktuellste Bewegung im Euro-US-Dollar auf H1. Und wir nehmen das Ganze jetzt als Aufwärtsbewegung. Und unser Swing Low, beziehungsweise wo die Bewegung losging, ist hier unten. Und man setzt das Fibonacci Retracement eben dort an, wo die Bewegung losgeht. Hoppla, jetzt ist hier gerade was passiert. So. Dann zieht man das Ganze bis zum Swing High. Und man hat jetzt entsprechend unten diese 100%. Im Endeffekt heißt es ja auch nichts anderes als, der Kurs ist hier oben angekommen. Wenn er jetzt bis auf die 38,2 läuft, dann heißt es ja, die Bewegung ist um 38% korrigiert, also zurückgelaufen. Würde der Kurs jetzt von hier oben einmal komplett runterlaufen bis auf das Swing Low und würde die 100 erreichen, dann würde das quasi heißen, dass unsere Bewegung sich um 100% korrigiert hat. Also hat quasi die ganze Bewegung wieder rausgenommen. Das ist eigentlich nur eine prozentuale Geschichte. Ja? Wie weit ist der Markt relativ gelaufen? Relativ in Bezug auf auf unsere Impulsbewegung. Okay, jetzt habe ich das nochmal gezeigt, wie man das einzeichnet. Ich lese gerade mal noch die Fragen, deswegen bin ich hier etwas ruhiger. Hier die Frage, ob wir das Trading vorbereiten, indem wir Events vorher kennen. Nee, also ich bin gar kein Event-Trader. Ich bin auch der Meinung, dass Events eher so eine Art Katalysator für die Marktbewegung sind. Also wenn der Markt in eine Richtung laufen will und News würden ja zu kommen, dann würde die Bewegung einfach nur beschleunigt werden. Also als würde der Markt quasi vorgespult werden. Ich bin nicht der Meinung, dass die News quasi den Markt einmal komplett umreißen. Es sei denn, es sind wirklich ungeplante News. Aber ja, sowas wie die Arbeitslosenzahlen beispielsweise bin ich der Meinung, dass es eigentlich der Marktverlauf schon irgendwie klar ist. Also das Puzzlebild wird eigentlich nur noch ergänzt und dadurch wissen alle, okay, wir können jetzt in die geplante Richtung traden sozusagen. Also die Fibonacci Retracement Level, die bleiben ja trotzdem die gleichen. Nur dass der Markt sich dann schneller bewegt, wenn er sich gerade an dem Widerstand befindet. Das ist vielleicht mal sozusagen. Dann gibt es die Frage, welche Fibos funktionieren am besten? 63? Fragezeichen. Okay. Also meiner Meinung nach oder nach meinen Erfahrungswerten, ich orientiere mich an den Fibonaccis 61,8, 38,2 und an der 50er Marke. Warum nicht an den anderen? Bei den anderen habe ich persönlich das Gefühl, und ich habe es nicht gebacktestet. Das ist eher so eine Instinktsache. Ich habe so ein Gefühl, dass der Markt sich bei der 23er, bei diesem Level, dass er quasi nicht gesund korrigiert. Also, dass es zu wenig Korrektur ist, als dass er dann quasi den Trendverlauf noch klar aufrechthalten kann. Und dass das Ganze früher oder später dann eben so auf die Füße fällt mit einer Gegenimpulsbewegung.
Genau das Gleiche bei der, wir haben ja noch ein Level, das liegt bei der 78,6. Können wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht auch mal einzeichnen lassen können. Ich weiß gar nicht, ob das standardmäßig mit drin ist. Ja, hier wird es jetzt nicht mit eingezeichnet, aber ist nicht so schlimm. Also bei der 78,6 haben wir quasi noch eine Linie. Und da ist für mich eben, ja, so ähnlich, es ist, da ist mir der Markt schon zu weit gelaufen. Die Strecke, dass er jetzt noch einen, angenommen in so einer Bewegung, und er korrigiert jetzt bis zu diesem Level, die, das Potenzial, dass er ein tieferes Tief machen würde, das ist mir da einfach zu hoch. Also es ist eher so ein Wahrscheinlichkeiten-Ding, sage ich mal. Okay, dann gibt es hier noch die Frage, woher man den Screener bekommt. Und für die Leute, die es noch nicht wissen oder die den Screener noch nicht nutzen, sie können einfach mal auf die Webseite gehen, forex-screener.de, und dann kommen sie quasi auf die Startseite von unserem Projekt und dann können sie sich hier mal umschauen und auf den Button klicken, Zugang erstellen. Da kommen sie auf eine Seite. Wenn Sie Kunde sind bei FX Flat, also wenn Sie mit dem Broker FX Flat traden, dann können Sie den Forex Screener komplett kostenfrei nutzen. Sie geben einfach Ihre, Ihren Namen ein, Ihre, die Nummer von Ihrem Trading-Konto, dann wird das Ganze von an FX Flat geschickt. Die überprüfen, okay, Sie haben wirklich ein Konto bei uns, und dann wird Ihnen der Zugang freigeschaltet. Login-Daten bekommen Sie per E-Mail zugeschickt. Und ja, Sie profitieren davon also nur. Keine versteckten Kosten, alles umsonst. Auch das Add-on, welches ja im Hintergrund ja, die Sachen einzeichnet, wie jetzt zum Beispiel hier Zickzack-Indikator oder auch die Fibonacci Retracement Level, die, das Add-on ist komplett mit umsonst. Genau. Dann vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu der Frage, wie genau muss man jetzt ansetzen, um das zu zeichnen, die Fibonacci Retracements. Es gibt auch im MetaTrader eine Option, da findet man unter Extras Optionen und Diagramme, und das nennt sich Magnetempfindlichkeit. Und dort können Sie einstellen, entsprechend wie weit von einem bestimmten Punkt Sie durchaus Objekte dann einzeichnen können, und MetaTrader das Ganze dann für Sie fixiert. Ja, als Hilfe. Sehr guter Punkt. Das kannte ich sogar auch noch nicht. Werde ich im Nachhinein dann gleich mal ausprobieren. Genau. So, wie machen wir weiter? Wir haben natürlich noch Trading-Setups, die ich Ihnen noch zeigen möchte, wie Sie die Fibonacci-Retracements kombinieren können. Als erstes würde ich Ihnen noch mal kurz ja, einen Einblick geben in einen Trade, der heute zustande gekommen ist. Das Ganze eben auch mit unserem neuesten Filter, dem Distanz zu Fibonacci-Trendfilter. Dort wurde quasi geschaut nach allen Assets marktweit, die sich dicht an dem 50er-Level befinden. Und der Screener hat mir dann eben ausgespuckt, ja, beim GBP AUD befindet sich der Kurs am 50er-Level. Das ist hier, auf H1 war das Ganze. Und man kann eben sehen, in der aktuellen Abwärtsbewegung gab es dann halt hier die Korrektur, also in diesem Bereich, und das Hoch hat das alte Hoch quasi in der Abwärtsbewegung nicht überschritten, sodass wir technisch gesehen eben noch in der Abwärtsbewegung sind. Hätte das Hoch quasi, wäre es quasi höher geendet als das alte Hoch, dann wäre der Trend kaputt gewesen, dann hätten wir auch die Finger von diesem Trade lassen sollen. Und ich hatte hier zusätzlich natürlich noch ein paar Anzeichen von Schwäche in dem Markt erkannt. Aufwärtsimpuls in der Korrektur. Die Kerzen werden kleiner, werden schwächer. Hier sehr lange Lunte nach oben, die quasi nicht standhalten konnte. Und demzufolge war dann eben der Einstieg knapp an dem 50er-Level. Der Kurs ist auch nicht darüber geschlossen.
Und da bin ich eben Short eingestiegen, wurde dann leider ein bisschen ungünstig ausgestoppt. Genau am so einem Hoch von einem Long Außenstab, aber ja, so ist es halt manchmal. Und das sind halt die Möglichkeiten, die Sie automatisch finden können mit dem Full Screener. Und jo, damit wir weitermachen, können wir halt mal schauen, was hier noch auf uns wartet. Genau. Wir haben hier Trading Setups einmal vorbereitet, wie wir ja, Trades auch finden. Und in dem ersten Trading Setup kann man eben sehen, wir haben eine Aufwärtsbewegung und wir wollen jetzt eben in der Korrektur am richtigen Punkt einsteigen. Und dann stellt sich natürlich für viele auch die Frage, naja, wir sind jetzt, also die Korrektur startet eben bei, ja eigentlich bei 0%, die 100 ist eigentlich falsch. Und wir treffen auf das erste Fibonacci-Level. Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, warum sollte der Kurs da überhaupt noch weiterlaufen? Also warum sollte die Korrektur noch weiter stattfinden? Woher weiß ich dann, dass ich hier nicht schon einsteigen soll, sondern vielleicht ein Level weiter? Und man muss sich, um das zu erkennen, das ist quasi wie so eine Art Puzzle, was man sich zusammenpuzzelt, man muss dort noch weitere Aspekte mit hineinnehmen. Und in diesem Trading Setup haben wir die Außenstäbe als weiteres Kriterium mit hereingenommen. Man kann jetzt sehen, die Außenstäbe, wer das Ganze noch nicht kennt, das Thema hatten wir im letzten Monat in dem Webinar, ist auch hochgeladen auf den YouTube-Channel von FX Flat und von Forex Screener. Außenstäbe haben sich hier halt gebildet in Richtung Short. Und wir haben jetzt gewartet auf einen Trigger. Und der Trigger, der sieht für uns so aus, dass wir uns an dem 50er-Level befinden. Und es gibt eben einen Impuls in Richtung Long durch den ersten Außenstab, der ja, in Richtung Bullish quasi gemacht wird. Und das kann schon alleine ein Einstiegstrigger sein. Jetzt könnte man dann den Stop-Loss einfach unter das letzte Low legen und hätte hier ein super Einstiegsszenario für Long. In der Realität sieht es dann eben so aus. Hier haben wir so ein Szenario gefunden. Hier sind wir jetzt am 38er Level quasi getreten, also aufmerksam darauf geworden mit dem Forex Screener. Und man kann hier sehen, dass die Korrektur, also es ist ein Abwärtstrend, die Korrektur ist quasi Richtung Long. Und wir haben jetzt den ersten Außenstab, der Richtung Short gemacht wird. Zusätzlich haben wir noch so eine Lunte und man sieht, der Markt, der struggelt auch an der Linie. Also der will nicht wirklich das 38er Level überbieten. Und das sind dann eben so die Aspekte, die man zusammenzählt, um Richtung Short einsteigen zu können. Und es hat in dem Beispiel hier auch super geklappt. Der Short-Ausstieg ist eben auch basierend auf dem Außenstab, der Richtung Long gebildet wird. So. Und wie man das Ganze finden kann mit dem Forex Screener, da haben wir mal einen Ausschnitt von dem Filter quasi für Sie gescreenshottet. Und man sieht, es wurde hier einfach zwei Filter genutzt. Einmal den Filter, den ich Ihnen schon gezeigt habe. Und also Distanz zum 38er Level in einem Trend. Und als weiteren Filter haben wir den neuen Außenstab, der in die Gegenrichtung gebildet werden soll. Jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht so ein Szenario hier finden. Sie können mehrere Filter in Filter-Setup speichern. So habe ich das hier auch gemacht in diesem Setup. Um das Ganze mal vorzubereiten, sieht man hier in der Außenstab-Filter-Kategorie quasi ein neuer Außenstab, letzte Kerze in die entgegengesetzte Richtung. Und in den Fibonacci-Filtern gehen Sie hier in die Trendgruppe und entsprechend dicht an das 38er Level.
Und ja, hier finden wir jetzt gerade keine Ergebnisse, weil der Markt das gerade nicht hergibt. Da können Sie aber natürlich auch versuchen, die anderen Fibonacci-Level mal durchzugehen, durchzuklicken. Und hier würde man sowas jetzt zum Beispiel finden. Kann man per Klick das Ganze mal im Chart öffnen und dann schauen wir mal, wenn man jetzt reinzoomt, sieht man, das 50er Level ist jetzt hier in der letzten Trendbewegung, die hier gestartet wurde und die Korrektur ist jetzt aktuell bis hierhin gelaufen. Das heißt jetzt für uns Augen offen halten. Wenn es Anzeichen dafür gibt, zum Beispiel Schwäche, dann könnte man hier in Richtung Long einsteigen. Natürlich sollte man auch mal einen Blick auf das Gesamtbild werfen. Und wenn dann alles stimmt, dann kann man eben den Einstieg machen. Also auf M15 sieht man gerade schon, die Anzeichen werden hier ein bisschen schwächer. So, wenn wir jetzt so einen Aufwärtsimpuls haben, dann könnte man sich hier in Richtung Long positionieren. Okay, ansonsten kann man zu dem Setup noch sagen, dass Sie sich natürlich mit den Filter-Setups auch benachrichtigen lassen können, wenn so ein Setup im Markt auftritt. Und dazu müssen Sie einfach das Filter-Setup so anlegen und speichern, also einfach die Filter auswählen, einen Namen dazu eingeben, auf Enter klicken, dann wird das Ganze gespeichert. Und wenn Sie dann quasi sich die Liste öffnen lassen, da können Sie auf diese Glocke für jedes Setup klicken. Und wann auch immer dieses Setup im Markt eintritt, dann erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Das Ganze nennt sich die Forex-Signale. Das finden Sie auch auf unserer Webseite im Punkt Signale erhalten. Und das können Sie sich beliebig mit dazu buchen. Ist sehr zu empfehlen für Setups, die so ein bisschen mehr rar sind, aber von der Qualität her eben sehr gut sind, weil manche Setups, sage ich Ihnen ganz ehrlich, die bekomme ich einmal oder zweimal die Woche und dafür nimmt man sich dann aber auf jeden Fall 20, 30, 50 Pips, je nachdem, aus dem Markt mit. So, und dann schauen wir mal weiter. Was wir hier noch haben, und hier haben wir zum Beispiel so ein Setup, was eben ein bisschen rar ist. Also hier haben wir eine Kombination aus ja wieder unserem Fibonacci Retracement Band sozusagen in einer Aufwärtsbewegung. Und wir wollen jetzt in der Korrektur einsteigen. Wir werden alarmiert oder wir scannen es zu dem Zeitpunkt, wo wir uns an dem 38er Level befinden. Und hinzu kommt eben der zweite Aspekt, dass wir nicht nur an dem 38er Level sind, sondern auch noch diese gelbe Linie hier haben. Und diese gelbe Linie ist ein weiterer Widerstand. Das können verschiedenste Widerstände sein. In unserem Fall ist es eine Preismarke, also eine runde Marke. Zum Beispiel, wenn der US-Dollar bei 1,300 steht, beispielsweise. Das sind Marken. Ups. Es sind Marken, wo man eben sieht, dass der Kurs dort auch öfter daran abprallt. Und Sie können solche Sachen mit dem Fibonacci-Retracement-Leveln kombinieren, sodass man ja so eine Art Superwiderstand an der Stelle hat. Und unser Support quasi oder unsere Unterstützung, die wird dadurch eben noch stärker. Das Ganze können Sie sich eben auch als Filter-Setup wieder anlegen, sich darüber ja, informieren lassen, wenn Sie wollen. Und damit habe ich diese Woche auch schon, ja, ich glaube, zwei, drei Trades einsteigen können. Hier kann man das Ganze mal sehen, wie es dann halt live aussieht. Und zwar diese dunkelblaue Linie, die Sie hier öfter sehen, das ist eben so eine Preismarke. Das Ganze ist ein H4-Chart. Also man sieht eben, dass das hier quasi dann schon eine Woche ist und ja, man dann eben schon von morgens bis abends in so einem Trade drin ist. Also da muss man auch den kühlen Kopf bewahren sozusagen. Und an der Stelle haben wir eben ja den Abverkauf
Wir haben hier mehrere Anzeichen. Wir sind ja einmal am 61,8er Level befinden wir uns und gleichzeitig eben an so einer dunkelblauen Linie, was eine runde Marke ist. Und dann haben wir weitere Anzeichen, zum Beispiel noch ein Hammer, also lange Lunte nach unten. Der Schlusskurs der Kerze oder keiner Kerze schließt unter unserem Superwiderstand, wenn man es mal so nennen will. Und das war Anzeichen genug für uns, um hier einen Einstieg zu machen. Und ja, in dem Falle sind es sogar 100 Pips gewesen, weil der Ausstieg direkt an dem nächsten Preislevel sich befindet. Also gute Trades, die man dadurch finden kann. Hier haben wir nochmal die Filter dazu, wie man das Ganze finden kann. Und ja, da sehen wir einmal die Distanz zum Preismarkenfilter zum einen und zum anderen eben Distanz zu einem der Fibonacci-Level. Hier ist noch ein wichtiger Punkt. Hier ist in Klammern sogar letzte Woche. Und das werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen, wie man die Fibonacci-Level eben noch weiter anwenden kann, indem man nicht nur sagt, man macht es von Swing High bis zum Swing Low in dem Trend, den man vielleicht selber optisch so wahrnimmt, sondern es gibt auch noch die Variante. Und da schauen wir mal in den Screener hinein. Es gibt noch eine Variante, die ist so ein bisschen mehr aus der Community entstanden. Und zwar in unserem Fibonacci-Filter-Segment. Da gibt es mehrere Gruppen, die uns sagen, Fibonaccis finden, ja, in Klammern heute, in Klammern gestern. Und was damit gemeint ist, ist, das Fibonacci-Retracement-Band wird eben von High zu Low angelegt, aber nur für in dem Falle den heutigen Tag oder eben den gestrigen Tag oder diese Woche beziehungsweise die letzte Woche. Und das funktioniert auch ganz gut. Es ist nicht die herkömmliche Art und Weise. Das heißt im Endeffekt, wenn wir das mal uns so anschauen für heute, dass das Fibonacci-Band dort rübergelegt wird, können wir mal schauen, ob wir vielleicht ein gutes Beispiel finden. Einfach mal reinklicken. Ups, falsche Seite. So. Dann sieht man eben, diese Linie markiert den aktuellen Tag. Also der Tag ist dort gestartet. Hier haben wir das Hoch von unserem heutigen Tag. Hier haben wir das Tief von unserem heutigen Tag. Und das Fibonacci-Retracement-Band ist auch komplett automatisch angelegt. Und der Kurs befindet sich jetzt hier in der Nähe. Er ist jetzt schon ein bisschen nach unten korrigiert, ne? Aber zum Scanning-Zeitpunkt war es in der Nähe von dem 50er Level. Und das heißt im Endeffekt heißt es nichts anderes, als dass der Tag die Hälfte wieder abgegeben hat von heute. Und wenn wir jetzt in einer guten Abwärtsphase sind, dann kann das eben auch eine gute Einstiegsmöglichkeit sein, dass wir eben nach der Hälfte des Tages einsteigen. Es kommt eben auch so ein bisschen immer darauf an, wann der Scanning-Zeitpunkt ist, weil es würde keinen Sinn machen, diesen Filter zu nutzen, wenn der Tag gerade erst begonnen hat, weil dann ist es eben noch nicht so aussagekräftig. Und das Ganze gilt eben auch für die weiteren Filter, die sich auf die Woche oder die letzte Woche beziehen. Weil wenn wir jetzt den Anfang der Woche haben, dann ist es irrelevant, dass Fibonacci-Retracement-Band über die aktuelle Woche zu ziehen und wir sollten halt eher mal schauen, wie es ist mit der letzten Woche. Und es wird uns dort potenzielle Widerstände und Support-Level eben markieren. Okay, dann schaue ich noch mal, ob es Fragen dazu gibt. Hier ist die Frage, wie heißt das Webinar mit den Außenstäben? Das Ich habe den heißt, Link schon reingestellt in den Chat. perfekt, vielen Dank. Bezieht sich das Signal auf Schlusskurs oder das Hoch- oder Niedrigkurs? Hier wäre noch mal, ja, hier vielleicht noch mal die Gegenfrage, welches Signal? Also wir hatten jetzt über ein paar gesprochen.
Und ich kann erstmal eine Pauschalantwort dazu geben. Wenn wir jetzt den Fibonacci-Filter nutzen, dann bezieht sich das Ganze immer auf den aktuellen Bitkurs. Also der aktuelle Close-Kurs der Candle, von der Candle, die halt noch nicht abgeschlossen ist. Und so kann es eben auch mal sein, dass wir scannen, den Markt scannen, und dann läuft der Kurs eben schon mal ein bisschen weg. Und wenn wir dann den Chart öffnen, dann befindet sich es gar nicht mehr an dem 50er-Level. Wenn sich der Kurs jetzt wie im Regelfall nicht so schnell bewegt, dann befindet er sich natürlich noch an dem Level, wenn man dann eben den Chart auch dazu öffnet. Deswegen empfehle ich auch immer schön das Add-on nutzen, damit man per Klick den Chart im Hintergrund automatisch öffnen kann und nicht erst das Symbol eingeben muss, das Retracement-Band anlegen muss und ja noch die Indikatoren, die man vielleicht noch benutzen will, damit man da Zeit spart. Okay, keine weiteren Fragen. Dann schauen wir mal, ob wir in den Folien noch was haben. Okay, das war jetzt ja, das letzte Setup, was ich jetzt erstmal noch so vorstellen wollte. Prinzipiell, wir haben ja immer verschiedene Themen von Monat zu Monat. Die letzten Themen sieht man eben auf der Folie. Für den nächsten Monat können Sie gerne uns wissen lassen, welche Themen für Sie interessant sind, damit wir dort eventuell Bildungsarbeit leisten können oder den Frühscreener auch noch weiterentwickeln können. Und dann sind wir nächsten Monat natürlich wieder am Start bei FXWert mit dem nächsten Webinar. Und falls Sie den Poolscreener noch nicht nutzen, wie gesagt, er ist komplett kostenlos für alle Trader, die aktive Kunden oder aktive Trader sind bei FXWert. Sie können einfach auf die Webseite gehen und Ihren kostenlosen Poolscreener-Zugang beantragen. Das Add-on ist ebenso kostenlos. Wenn Sie sich darüber hinaus noch über Signale informieren lassen wollen, dann können Sie das auch noch optional mit dazu buchen. Ja, und dann war es das von meiner Seite aus inhaltlich auch schon gewesen. Wenn es jetzt hier noch Fragen gibt, ein paar Minuten haben wir ja eigentlich noch, dann beantworte ich die natürlich gerne noch. Hier die Frage, gibt es Anstrengungen neben dem letzten SMA-Cross auch den letzten EMA-Cross als neue Idee anzeigen zu lassen? Die Filter, die EMA-Crosses, die wurden jetzt auch schon öfters mal nachgefragt. Die sind auf unserer Liste schon weiter oben priorisiert. Die werden auf jeden Fall noch kommen. Auch die EMA-Filter. Ja, also prinzipiell nach EMA-Filter, nicht nur die Crosses, sondern auch die Distanzen dazu und ob man sich darüber oder darunter befindet, werden wir auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Also da können Sie schon gespannt sein, wird bald kommen. Dann hier die Frage, die richtet sich wahrscheinlich an Nelson. Wann wird es endlich weitere Kryptos zu handeln geben? Genau, habe ich auch dem Teilnehmer geantwortet. Also wir nehmen dieses Feedback mit, werden das intern besprechen. Aktuell sind die genannten aber nicht geplant. Okay. Super. Ja, dann bin ich soweit durch. Ich glaube, wir legen auch. War das ja auch ein sehr interessantes Webinar heute. Definitiv. Und, ja. Das freut mich, dass ich hier wieder guten Content vermitteln konnte. Wie gesagt, schreiben Sie nochmal in die Kommentare oder uns vielleicht auch eine E-Mail, was für Themen für Sie noch interessant sind. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank für das Interesse und ich wünsche Ihnen allen noch einen wundervollen Abend und natürlich eine Menge profitable Trades in der Trading-Woche. Ja, super. Vielen, da schließe ich mich an und natürlich aber auch ein riesen Dankeschön an dich für das Webinar heute. Ich glaube, an den Feedbacks kannst du erkennen, dass das sehr gut angekommen ist. Das Video werden Sie bei uns auf der FXWert YouTube-Seite finden und aber auch später in dem Forex Screener YouTube-Kanal.
Und ich wünsche ebenfalls noch einen schönen Abend, auch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.